Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. Ah, auch hier irgendwelche Leute. So leer alles. Wäre lustig gewesen, wäre die Brücke jetzt wieder gesprungen. Hört her, hört her! Das ist ein Schlüssel, den holen wir uns mal eben. Ich weiß zwar nicht genau, wofür er da ist. Kirchturmschlüssel. Ja, da kümmern wir uns mal wann anders drum. Lass mich raten. Ein Pferd ist weggelaufen und es ist taub. Ich glaube, das Pferd kann dich nicht hören. Dieses Pferd kann gar nichts hören. Wie macht er... wie hat Vater das immer gemacht? Das Pferd kommt immer, wenn er es ruft. Vater konnte gut Pferde herbeirufen. Wirklich. Ich werde in seine Fußstapfen treten. Ich, Asta, die große Beschwörerin. Ich glaube, ich sehe das Pferd. Fühl dich an, mein holdes Rock, Skinfaxen. Ich weiß, du bist taub, aber dein Hunger. Sachte Große. Dein Pferd ist etwas aufgeregt, aber in Sicherheit. Ich, Asta, die große Beschwörerin, erste ihres Namens, danke dir. Beschwör nächstes Mal eine Brücke. Ja, immerhin. Das ist 9 Meter. Das ist jetzt nicht ab. Wieso ist das nicht abgeschlossen? Wenn ich will. Los! Hey ho, Silver, schwing die Hufe! So, jetzt haben wir das für dieses Let's Play auch schon getan, wo es ein Pferd gibt. Irgendwas Reitbares. Ich glaube, das bringe ich immer, wenn ich irgendwas reiten kann. Das klang missverständlich. Dafür ist es nicht weniger wahr. Gelesen. Eigentlich habe ich ihn gelesen. Die Flotte der Brüder, versammelt und bereit. Das kam aus Elmenham.
Waldes muss dort eingetroffen sein. Langschiff wieder zum Einsatz. Es schmerzte mich anzusehen. Wie viele Schiffe sind stabil? Inga, obwohl das große Meer uns trennt, fliegt mein Geist selbst am Vorabend der Schlacht zu dir, um mich herumschlagen, sich meinem Mitdänen auf die Brust, bereit von roten Kriegswein zu kosten. Es war nie mein Wunsch, in der Schlacht zu fallen oder von dir getrennt zu sein, aber ich kann unsere Kleinen nicht hungern lassen. Sollte ich fallen, so hat Thorfast mir geschworen, diesen Brief und meinen Anteil der Beute über die Wallstraße zu dir zu bringen. Skorri. Ja, nee. Aber ich glaube, Rüd halt auch nicht. Eivor, die Kunde von deinen Taten in Theodfort hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Scheinbar. Männer aus ganz East Anglia strömen herbei und unsere Schiffe sind bereit. Theodfords Greve ist mit uns. Seine Leute werden bald hier sein. Mehr als seine. Das Horn aus Kuningsrast hat Männer aus dem ganzen Reich angelockt. Wir bekommen das Heer, das wir brauchen. Anscheinend hat Oswald schließlich doch bekommen, was er wollte. Sachsen und Dänen vereint für dieselbe Sache. Eine Schande, dass er es nicht mehr sehen kann. Die Streitmacht ist bald bereit. Bist du bereit für den Angriff? Ja. Das bin ich. Castel Buch ist unser Ziel. Man sagt, es wäre uneinnehmbar. Gut. Sollen die sich in falscher Sicherheit wiegen? Im Schutz der Nacht wird Waldis die Fürth zum Haupttor führen. Sobald Rüds Männer abgelenkt sind, greifen die anderen vom Wasser aus das Seetor in ihrem Rücken an. Und sobald wir drin sind, lassen wir kein Tor verschlossen. Rüds Männer dürfen sich nicht verschanzen. Dein Langschiff, ist es bereit? Es wartet auf seinen besonderen Ruhm. Sie brauchen ein Wort von dir. Oswald war ein Mann, der nicht zögerte, wenn er um einen Gefallen gebeten wurde. Ein starker und gerechter Mann. Ein Mann, der sein Leben für seinen Clan gab. Ehrt ihn am heutigen Tag. Gedenkt seiner und kämpft mit demselben Mut, den er auch zeigte. Oswald! Heute ist der große Tag. Heute befreien wir East Anglia von Röds Clan. Ein für alle Mal. Das wäre zum Beispiel cooler gewesen, wenn da doch eine größere Bindung zu diesem Oswald ja geherrscht hätte und nicht drei Missionen oder so. Erinnerst du dich an meinen Traum? Du segeltest durch Helheim auf einem brennenden Schiff. Jetzt könnte er wahr werden. Träume, Leben, vielleicht sind sie ja ein und dasselbe. Ich reite das flammende Seeros in einen Wald aus Speer. Der Beschützer in der Brandung brennt, um meinen Ruhm zu mehren. Macht euch bereit. Die Scheißkerle werden uns kommen sehen. Wir
bisschen wie der D-Day, ne? Bei jedem Zweiten Weltkrieg spielt. Aus Herr der Ringe. Ja, war ein bisschen zu lang, die Szene. Von hinten öffnen.
selbst durchgebrochen. Diese Händler und Bauern können. Zurück, endlich, bis ich mir alles geholt habe, was diese Ufer bieten.
Das ist ein Ende, Rüd! Deine Schlacht ist noch nicht gewonnen. East Engler bekommt seinen König und du wirst es nicht sein. Dieser erbärmliche Wurm mit dem Käfig? Du bist blind, wenn du an seiner Seite stehst. Trotz allem wird nur die kalte Dunkelheit von Helheim auf dich warten. Fallhall ist mein Schicksal. Jedoch nicht heute, noch nicht dieses heute. Dieses Land steht vor Schwäche und du bist nur ein weiterer verdorbener Schandfleck. Nichts, was ein kleines Feuer nicht auswärts tritt. Jenen, die für einen Sachsenkönig kämpfen. Die Sagas werden diesen Tag verfluchen. Ich. Die müssen beherrscht werden, Wolfsmal. Als Trell, nicht als Gleiche. Wir sind besser als ein jeder von denen. Schau mich nicht in die Jauche, in der du dich suhlst. Ich werde es genießen. Wieso kämpft ein Däne mit Klauen und Zähnen für einen Sachsen? Und ausgerechnet für diesen. Er verfügt im Übermaß über Dinge, die du nicht hast. Er kann herrschen und führen. Du bist nichts als ein mordlüsterner Plünderer. Egal, was du machst, ich werde gewinnen. Danke. Du verbindest dich mit diesen Nichtsnutzen, diesen verweichlichten Schweinen? Wofür? Für ein bisschen Land und ein Friedensversprechen? Eivor, nein! Er wird vor Gott gerichtet, von einer ordentlichen Versammlung. Meine Herrschaft wird nicht mit unnötigem Blutvergießen beginnen. Wie ein zänkisches Weib. Er muss sterben für das Unheil, das er angerichtet hat. Die Gesetze sind eindeutig. Dies sind Oswalds Lande. Wie er herrscht, ist seine Entscheidung. Beugt Eivor das Haupt vor König? Dem König zu trotzen würde ihn beschämen. East Engler kommt nur auf die Beine, ist seine Ehre unversehrt. Und was ist mit deiner Ehre? Wie viel bist du gewillt zu verlieren? Ich werde seinem Wunsch entsprechen, aber nicht den von Odin. Obwohl, das ist ja kein Wunsch von Odin. Der rechtmäßige König von East Engler hat heute dein Leben verschont. Und so soll es sein. Mitgefühl ist eine Tugend, die jeden ziert, Eivor. Sogar dich. Ich danke dir. Und damit haben wir einen neuen Verbündeten. Ich sollte mit Oswald sprechen und sehen, was ihm geht. Hört ist erledigt! Zu den Schiffen! Hä? Jetzt alle schon wieder abhauen oder was? Danke, dass du an mich geglaubt hast, Eivor. Ich kenne den Wert einer solchen Geste. All das ist wie ein Traum. Aber du schläfst nicht. Gut gekämpft, sehr gut, ihr beide! Du bist auch hier, alter Freund? Hätte ich gewusst, dass du noch lebst, wäre ich in Norwegen geblieben. Seht euch um. Eine glückliche Fügung und ein ruhmreicher Sieg. Und bald wird noch Großartigeres geschehen. Unsere Hochzeit, meine Liebe. Wenn du mich noch willst, natürlich. Wieso sollte ich dich nicht wollen? Ich kämpfte schlecht. Ich schmolz unter der Hitze und Wut dieses Rohlings. Und niemals... Oswald, halt ein! Du hast gekämpft, mit Herz und mit Seele. Das ist alles, was du je tun musst. Dann komm. Wir haben viel vorzubereiten.
Eine Braut und ein Königreich erwarten ihn. Was würden einige Männer nicht dafür geben? Zahllose Männer sind dafür gestorben. Und du, Finn? Bist du eifersüchtig? Kaum. Mein Herz brennt, aber mein Körper schmerzt. Ich sehne mich nur nach einem langen Nickerchen. Da hinten sah ich einen Heuhaufen. Später, Eivor. Erst kümmere ich mich um die Verwundeten. Dann sehen wir uns bei der Hochzeit. Ja, das werden wir. Die tosende Wut. Ich sollte zurück nach Elmenham. Oswalds Hochzeit wird bald beginnen. Schon wieder 6 Punkte. 8, okay. Wo hatten wir denn dran gearbeitet? Oder hier? Was ist das? Einhändige Vielseitigkeit. Wenn du nichts in der Nebenhand trägst und in der letzten Sekunde eine Fähigkeit. Nee, ich glaube, das machen wir nicht. Gegenangriff in der Nebenhand fallst, trägst du einen Gegner direkt nachdem eine Parade. Ja, aber ich pariere halt einfach nie. Ich weiß, das ist ein Problem. Ah, hier, Gifthauch. Attentatschaden. Leichter Schild. Was sind wir hier? Wird sich auch nie. Das könnte interessant sein. Da muss ich nur sehr viele Punkte investieren. Gut, Hochzeit steht dann an, demnächst. Hier holen wir uns nochmal Beute. Jetzt müssen wir nur noch der Hochzeit beiwohnen und dann Eminem. Dann könnten wir theoretisch das auch noch holen und hier müssen wir sowieso hin. Ja, und dann ist das eine recht freie Fahrt hier. Könnten wir das noch aktivieren. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.